Karte legen! Hallo und guten Morgen. Ja, Morgenstund hat Gold im Mund. Es ist natürlich wieder mal saukalt, aber die Sonne lockt und da will ich das Wetter ausnutzen. Früh los, da sind noch wenig Leute unterwegs. Mal gucken, ob der GoPro-Akku das aushält. Beim letzten Mal war ihm das scheinbar zu kalt. Ja, und so nehme ich euch mit auf eine neue Reise. Ich wünsche viel Spaß. Wenn ich meine Touren beginne, dann habe ich natürlich die Trails vor der Haustür. Und bis ich dann im Wald bin, um Trails zu genießen zu können, finde ich natürlich immer ein paar Spielplätze und kleine Herausforderungen, wo ich mich ein bisschen dran austobe und wo ich ein bisschen an meiner Fahrtechnik übe. Und dann finde ich mal was zu balancieren. Jetzt schauen wir rechts ab, wie auf Fahrrad geht, dann schauen wir rechts ab. Es haben mir ja schon viele die Frage gestellt, warum ich überhaupt E-Bike fahre, da ich ja ganz oft ohne Motorunterstützung fahre oder mit sehr geringer Motorunterstützung. Naja, ich habe einfach Spaß daran, beziehungsweise als ich noch mit meinem Trekkingrad unterwegs war, da hat das 2015 angefangen, dass mir die Beine immer zu sehr wehtaten und habe ich irgendwie keine Lust mehr gehabt, Fahrrad zu fahren. Tja, und dann kam 2018 das E-Bike und seitdem macht Fahrradfahren wieder Spaß. Meine Touren, die bastel ich mir immer mit Komoot, auch wenn ich die Strecken gut kenne, aber ich gucke immer, ob man nicht irgendwas Schönes noch findet, was interessant sein könnte, schöne Trails finden. Tja, und da nicht alle Trails vor der Haustür sind, muss ich mir natürlich ein paar Wege suchen. Und wer meine Touren bisher aufmerksam verfolgt hat, der wird auch gesehen haben, dass ich sehr viel im Eco oder im Tour fahre und ich immer irgendwelche kleine Herausforderungen auf mich nehme. Entweder Treppe hochfahren oder eine steile Senke. Einfache, langweilige Touren, die machen mir keinen Spaß. Ein bisschen Spaß haben möchte ich ja auch schon.
Ja, und da bei mir die Trails nicht unmittelbar vor der Haustür liegen und ich doch immer noch ein paar Meter fahren muss, muss ich mir natürlich ein paar Trails im Wald suchen, beziehungsweise in den Park suchen oder kleine Schleichwege durch die Siedlungen. Hauptsache abseits der Hauptwege. Vielen Dank fürs Zuschauen. Habe ich euch schon mal gesagt, dass ich senken mag? Yeah.